Hallo und willkommen zum letzten Video zum Thema Variablen. Bist du schon gespannt, welcher Zaubertrick dich erwarten wird? Ja? Dann musst du dich leider noch ganz kurz gedulden, denn bevor wir damit starten, werden wir ein anderes Beispiel gemeinsam erarbeiten. Die Aufgaben in diesem Video sind mit dem, was du bereits gelernt hast, lösbar. Die einzige Herausforderung ist die Schwierigkeitsstufe. Doch gemeinsam schaffen wir das. Greif dir wieder ein Blatt Papier und dein Schreibzeug und lass uns beginnen. Wir werden uns zu diesem Bild eine Geschichte überlegen. Zuerst sollst du allein etwas dazu finden und die zugehörige Rechnung aufschreiben und lösen. Nachdem du fertig bist, stelle ich dir meine Idee vor. Na, warst du kreativ? Ich habe mir Folgendes ausgedacht. Eine vierköpfige Familie geht Eis essen, wobei die Eltern je 3 Kugeln Eis essen und die Kinder je 1 Kugel Eis essen. Alle Kugeln zusammen kosten 16 Euro. Wie viel kostet eine Eiskugel? Wie würdest du diese Aufgabe jetzt lösen? Drücke kurz auf Pause und versuche es allein, bevor wir gemeinsam vergleichen. Na, wie bist du beim Lösen vorgegangen? Ich habe mich zuallererst dazu entschieden, eine Kugel Eis mit klein k abzukürzen. Du kannst aber dafür wieder jede beliebige Variable verwenden. Im zweiten Schritt habe ich dann eine Rechnung aufgestellt. 2 mal 1k plus 2 mal 3k ist gleich 16. Also 2 mal eine Kugel Eis von den Kindern plus 2 mal 3 Kugeln Eis von den Eltern sind gleich 16 Euro. Als nächstes muss die Rechnung so weit wie möglich vereinfacht werden. 2 mal eine Kugel Eis sind 2 Kugeln Eis, also 2k. Und 2 mal 3 Kugeln Eis sind 6 Kugeln Eis, also 6k. Und 2 Kugeln Eis plus 6 Kugeln Eis kosten nach wie vor 16 Euro. Rechnet man 2 Kugeln Eis und 6 Kugeln Eis zusammen, erhält man 8 Kugeln Eis, kosten 16 Euro. Damit du nun den Wert für k bekommst, kannst du entweder die Umkehrung der Multiplikation heranziehen und 16 dividiert durch 8 rechnen oder die Frage 8 mal wie viel ist 16 verwenden. Schlussendlich solltest du jedoch auf das Ergebnis, dass eine Kugel Eis 2 Euro kostet, gekommen sein. So, jetzt sind wir aber endlich soweit und können mit dem Zaubertrick beginnen. Falls dir ein Schritt zu schnell geht, drück einfach kurz auf Pause. Also, los geht's! Zuallererst suchst du dir eine beliebige Zahl, die ein- oder zweistellig ist, aus und denkst ganz fest daran. Addiere zu deiner gedachten Zahl 32. Nun verdopple deine neue Zahl. Anschließend ziehst du deine Zahl, an die du ganz am Anfang gedacht hast, zweimal vom aktuellen Ergebnis ab. Zu guter Letzt dividierst du deine neue Zahl durch 4 und denkst wieder ganz fest an dieses Ergebnis. Die Zahl, an die du gerade denkst, ist 16. Habe ich recht? Wie habe ich dieses Ergebnis nur wissen können? Obwohl Zauberer normalerweise ihre Zaubertricks nie verraten, werde ich mit dir das Geheimnis lüften. Denn eigentlich steckt nur reine Mathematik hinter diesem Trick. Zu Beginn der Aufgabe wollte ich von dir, dass du an eine beliebige ein- oder zweistellige Zahl denkst. Wir werden diese Zahl nun mit x bezeichnen. Zuerst hast du zu deiner gedachten Zahl 32 addiert, also x plus 32. Danach wurde dieses Ergebnis verdoppelt. Das können wir mit x plus 32 mal 2 aufschreiben. Dabei ist wichtig, dass x plus 32 in Klammer steht.
Im vierten Schritt hast du deine gedachte Zahl vom Anfang, vom neuen Ergebnis, zweimal abgezogen. Also in Klammer x plus 32 mal 2 minus 2 mal x. Und im letzten Schritt hast du dieses Ergebnis durch 4 dividiert. Also 2 mal Klammer auf, x plus 32, Klammer zu, mal 2, minus 2x, Klammer zu, dividiert durch 4. Wir haben nun eine Rechnung aufgestellt, die wir in weiterer Folge lösen werden. Du erinnerst dich sicher noch an die Clabus-Tri-Regel. Zuerst wird der Inhalt der Klammer ausgerechnet, dann die Punkte, also multiplizieren und dividieren, und zum Schluss erst die Striche, also addieren und subtrahieren. Da wir in unserer ersten Klammer x plus 32 nichts mehr weiter ausrechnen können, müssen wir damit starten, diese Klammer mit 2 zu multiplizieren. Als Vereinfachung ergibt sich dann 2 mal Klammer auf 2x plus 64 Klammer zu minus 2x Klammer zu dividiert durch 4. Auch dieses Mal können wir in unserer inneren Klammer 2x plus 64 nicht mehr weiterrechnen und wir können die Klammern auflösen und minus 2x rechnen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass in unserer Klammer ein plus 2x und ein minus 2x steht. Eine Zahl minus genau dieselbe Zahl hebt sich auf. Das heißt in unserem Fall 2x minus 2x hebt sich auf und in der Klammer bleibt nur mehr 64 stehen. Jetzt müssen wir noch 64 dividiert durch 4 berechnen und kommen zu unserem Ergebnis 16. Bei unserem Zaubertrick hat sich also die gedachte Zahl x weggekürzt, wodurch das Ergebnis ganz einfach auszurechnen ist. Das war nun alles zum Thema Variablen. Ich hoffe, es war interessant für dich und du konntest dabei etwas lernen. Ich wünsche dir noch viel Erfolg.